Sie jammert, es ist dunkel. Ich hab nur leider eine Öllampe, aber sie brennt nicht. Ja, ich habe vor allen Dingen auch keine Streichhölzer und gar nichts. Ich meine, was soll ich denn damit jetzt machen? Apfelpflücker, komme ich hier oben irgendwo hin? Nee, ist ein Olivenbaum. Kann ich mit meinem Apfelpflücker drehen? Okay, mit dem Apfelpflücker kann ich auch drehen. Ein Bernstein. Ein Nicht-Fabergé-Ei. Die Flaschen sind mit Blumen beschriftet. Wahrscheinlich sind darin Essenzen dieser Pflanzen. An Luces Anwesen, Florenz. Geehrter Marquis, bitte bereiten Sie 4 Stücke für mich und meine Kollegen vor. Wir werden Sie wie immer großzügig entlohnen. Hochachtungsvoll Maestro Tornelli. Ich bin auf dem Anwesen des verstorbenen Marquis Luces, aber was könnte ein angesehener Komponist mit all dem zu tun haben? Da fehlt jemand. Was? Oh. Maestro de Livi, wir sind in Gefahr. Ich muss zu ihm. In 5 Minuten, nachdem ich hier hinten nicht gemacht habe. Und dieses kleine Licht. Ich würde gerade sagen, dieses kleine Licht ist hell genug, um hier alles anzuzünden. Seit wann sind da Kerzen? Ich habe da nichts gesehen. Das sieht schon besser aus. Ja. Lass mich in das Bild hineinsehen. Okay. Muss ich. Was muss ich hier machen? Okay. Aber das da ist doch das hier, oder nicht? Ist das nicht das hier? Ist das da, das da? Das ist das da. Komischer Eisberg. Komische Gletscherformation. Was ist das hier? Schutt. Ich brauche irgendwo hier ein Minischloss. Dann. Hier, der Baum sieht auch aus, als gehörte er da nicht hin. Das da muss nach da oben. Und der Ast gehört nach da. Ich fliege hoch über der Erde Klüfte, denn ich bin der Herrscher der Lüfte. Ein namenloser Vogel. Ob blau, ob braun, ob grün, ohne mich kannst du nicht sehen. Eine Brille? Ein Auge! Von meiner Schärfe nimm dich in Acht, ich teile in zwei mit aller Macht. Ich zeig dir meine schönsten Seiten, um deine Lieder zu begleiten. Begleiten mit Aiten. Mein Bruder hat 4 Beine, nicht eins, so wie ich. Ich lebe im Wasser, mehr brauche ich nicht. Der Hammer und ich formen den Stein, durch unsere Kraft kann alles er sein. Formen den Stein. Skulptur? Spachtel. Meißel. Entschuldige, kein Spachtel, ein Meißel. Zwei Steine fehlen. Ja, oder so. Das Geheimfach öffnet sich bestimmt nicht einfach so. Kann ich dafür das Ding ins hier ölen? Nein. Mit dem Hammer? Mit dem Meißel? Ich schmeiß jetzt beides weg, richtig? Ja. Gravierte Blöcke, gut, die gehören dann nach da oben. Do you honestly think I called you here to discuss your music? Fool! I know what you did to my husband! Die gute Frau des Marquis etwas ungehalten. The four of you are to blame, and I knew you couldn't resist submitting the music you stole to the competition. That's how I found you. Murderers! You destroyed my life, and for that, you'll pay. Wer ist diese Frau und warum nennt sie die Maestros Mörder? Na, weil die Maestros alle geklaut haben. Und wahrscheinlich alle von ihrem Mann geklaut haben und der Mann deshalb gestorben ist. Jetzt willst du die verrosteten Teile ölen. Vorher aber nicht, oder wie?
Ich habe eine Kerze, Vorsicht, ich bin gefährlich. I feel dizzy. Help, please. The antidote. Zu spät. Er atmet kaum noch. Wenn er nicht mal das Gegenmittel bekommt, wird er sterben. Ja, ist es halt so. Tut mir leid, ich kann nicht hell sehen. Ich weiß nicht, woher ich das kriegen soll. Ich habe eine Kerze. Die gleiche Größe wie der Deckel eines Glases. Ja, toll, ich habe Bernstein hier. Ich habe eine Sense. Was ist denn mit der? Ist die unscharf oder so? Ja. Ja, der Maestro, der hat auch Zeit, ne? Dem geht's doch gar nicht so schlecht. Okay, die versperren mir hier den Durchgang. Das heißt, ich muss meine Sense trotzdem irgendwie schleifen, aber... Ich meine, das ist ja jetzt echt toll, was ich hier hab, aber... kann ich die irgendwie schärfen? Gibt's hier irgendwas, womit ich die Sense schärfen kann? Mit meinem Bernstein bestimmt nicht, aber... Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe Feuer noch. Das ist sehr schön. Kann ich noch mal Bernstein malen? Nein, ich wüsste auch nicht wofür, aber das spielt über die allerhand Dinge hier, ne? Also, ja, ich weiß. Du willst was? Was ist hier? Ach, da oben ist doch auch noch was. Termiten könnten sich da drin. Ja, ich kann auch mit Feuer spielen, also. Feuer öffnet das auch für mich auf die eine oder andere Weise. Ach, gravierte Steine. Ja, ja. Meister, ich hoffe, du hältst noch ein paar Stunden durch hier, ne? Dauert hier bestimmt. Paare anordnen. Aha. Kann ich. Ich kann nur die hier bewegen. Was ist Trompete da? Ich glaube, das ist die Trompete. Oder ist das keine Trompete? Ach nein, das ist ein Tintenfass. Entschuldigung. Polizei von Florenz, Opfer Paolo Duces, Todesursache Stichwunde. Zeuge sah einen Mann, der zustach und drei weitere, die davon liefen. Nur die Notenblätter wurden geraubt. Wir haben ja ganz am Anfang das Intro gesehen, wo ich noch nicht drauf eingegangen bin, dass da ja so ein Typ in der Gasse überfallen wurde und dass die drei Maestros oder vier, besser gesagt, die haben ihn ja um die Ecke gebracht. Die Marquise hat keine Mühen gescheut, um an die Polizeiakte zu gelangen. Ich habe da oben jetzt wahrscheinlich das Antidote. Also. Die Zeichner zeigt auf die Lilie, aber sie sehen alle gleich aus auf den Flaschen. Das ist die, nicht warum das Gemälde zu stellen. Ich habe auf irgendeine draufgeklickt. Ich habe mir die gar nicht angesehen. Ups. Ich hoffe, ich habe hier die richtige genommen. Werde ich ja gleich sehen, ne? Du sollst sie dem Typen geben. Kann er das nicht einfach trinken? Ach, dann schneide ich hier halt erstmal mit der Sense hier Löcher in die Büsche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob eine Sense dafür gedacht ist, also gemacht ist, besser gesagt. Da komme ich nicht ran. Aha, da ist ein Zettel. Liebste Allegra, alles läuft nach Plan. Niemand wird je wissen, dass du den Wettbewerb veranstaltest, um herauszufinden, wer die gestohlenen Musikstücke verwendet. Endlich wirst du deine Rache erhalten. In Liebe, Giancarlo. Aha. Ich kann nichts hier davon nehmen. Die müssen sich im Gleichgewicht befinden. Warum? Ich brauche nur das hier. Das wird nicht von der magischen Kraft hier festgehalten. Ein bisschen Hitze wird den Eispickel in 0, nichts wieder auftauen. Wieso ist hier überhaupt Eis drin? Also ich habe hier nur eine Kerze, ne? Scheint ja wohl auszureichen. Da hockt eine Eule. Oder so.
Also eine ganze Menge Zeug um die Vogeltränke herum. Es wäre hilfreich, wenn ich wüsste, was ich zu tun habe. Es wäre ein allererstes Mal hilfreich, wenn dir ein Gärtner gewesen wäre. Ja, 20 Gramm. Ja, wie weiß ich denn 120 Gramm ab, ne? Aufbrechen klappt nicht. Da hinten geht's zum Bockgarten. Ich sagte, der muss noch 5 Stunden liegen, ne? Das Netz ist so fest an der Wagen gespannt, dass ich es nur mit etwas sehr Dünnem entfernen kann. Gut, da auch nochmal. Die Beeren sollten so aussehen wie auf der Zeichnung. Aha. Gut, wir haben die Tollkirsche. Ich habe so eine komische Arsenflasche. Ich weiß, dass das Arsen ist, ne? Wenn ich einen Behälter dafür hätte, ich kann sie in die leere Arsenflasche füllen. Ich hab doch nichts. Da hätte ich jetzt meinen Apfelpflücker brauchen können. 1 von 5 Notenblättern. Okay, gib mir das hier. Die Flasche für das Gegenmittel steht bereit. Jetzt muss ich es nur noch zubereiten und die Livio bringen. Warum ist hier mitten in der Pampa, in diesem Bottgarten, ja, in diesem botanischen Garten, die ganze Apparatur aufgebaut für ein potenzielles Gegenmittel? Kann ich mein Zeug hier ablegen? Ach so. Ja. Nee. Da rein? Hier rein? Nee. Alles noch nicht? Noch nichts daran? Kann ich... Meine Linie ist jetzt da rein. Das geht. Ist das hier nicht das Richtige dafür? Sind das nicht die Tollkirschen? Kommt die Tollkirschen? Ach, ich muss das an der Essenz dazu basteln. Mi. Das ist nicht im Gleichgewicht. Ich brauche ein genaues Rezept, bevor ich etwas abwiege. Ja, hier, 120 Gramm. Was ist mit dem Sack? Gar nichts. Okay, was habe ich denn? 50, 50, 180. Das ist blöd. Jetzt brauche ich 100, das ist schön. 20 Gramm Arsen. Ja, woher kriege ich denn die 20 Gramm Arsen? Weil ich kann aus 2,50er und einem 80er keine 120 machen. Das geht irgendwie nicht. Okay, die Livio liegt hier noch eine Weile. Ich sollte hieraus etwas pressen. Ich habe eine Tollkirschenessenz. Die kann ich auch schon mal reinschmeißen. Was mache ich mit dem Apfel? Wem gebe ich diesen Apfel? Deckel eines Glases. Ich habe eine Arsenflasche. Ich habe einen Apfel und ich habe einen Bernstein. Da sollen sich Termiten durchfressen? Und hier brauche ich einen Griff. Hier komme ich nicht weiter. Ach. Oh, darf ich die jetzt hier reinlernen? Da sind Pilze. Was kommt da hin? Ort für das Arsen. Arsenflasche. Okay, ich muss nur irgendwie 20 Gramm noch irgendwie abbiegen können. Aber wie? Wie wiege ich 20 Gramm noch zusätzlich ab?
Also ich kann die Gewichte nicht mehr bewegen. Nur mal so. Ich habe eine aus... Willst du mich verarschen? Ich habe diese Kackflasche da draufgeschmissen vorhin. Wahrscheinlich wieder mal auf die falsche Seite, weil wie Spiegel ist ja Mimimi. Okay, 3 Arsenblätter. 1 davon. 2 hiervon und einmal Pilz. Also gut, 3 Arsenblätter. Vermische die Zutaten gemäß der Anleitung, um ein Gegenmittel herzustellen. Durch Tippen der Pfeile lassen sich die Röhren bewegen. Und durch Drehen der Ventilräder können Zutaten von einem Tank zum nächsten geleitet werden. Aha. Aha. Hier gibt es nicht so Pil, der Flüssigkeit ist gleich. Aha. Also gut, ich brauche einmal Pilz, richtig? Ich brauche aber nur einmal Pilz und nicht zweimal. Nein. Wie? Aha. Kann ich. Ich wollte eigentlich nämlich nur tauschen. Ich brauche nur einen fucking Pilz. Oder ist das wieder egal, welche Pilze ich hier habe? Was? Kann ich auch irgendwie tauschen? Ich brauche nur eines dieser Blätter, ist das richtig? Aber dafür muss ich zuerst 2 dieser hier darüber kriegen. Okay, kann ich das unterste jetzt nach links nur holen? Nein, ich muss immer alles nach links holen. Aber wie kriege ich denn 2 aus der Mitte da rein? Oder ist das egal? Es ist ja nicht egal. Okay, kann ich jetzt eins... Das eine Blatt darüber. Nee, ich kann nur das 2er hier rüber, okay. Ist das so ein Scheiß mit. Ich muss erst. Ja, es ist genauso ein Kack. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich brauche aber das 2er Ventil, nicht das 1er Ventil. Wenn ich die unteren 2 jetzt rüber. Nein, ich kann die unteren 2 nicht hier rüber. Ich kann nur die oberen 2 hier rüber. Aber ich kann die unteren 2 hier rüber. Okay, kann ich das ganz obere hier rüber? Ja. Kann ich das hier rüber? Ja. Was ich mit denen mache, weiß ich noch nicht. Okay, ich brauche meinen Einerpilz. Jetzt habe ich die hier. Kann ich die oberen 2 Pilze hier reinschmeißen? Kann ich jetzt die hier da reinwerfen? Okay, jetzt kann ich die 2 hier rein, richtig?